Hallo, meine lieben Movie Pop und Silver Fans. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ich würde euch heute gerne nochmal das Scavenger-Lichtschwert von KR Silvers vorstellen. Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen vom Frank. Den habe ich über Facebook kennengelernt und der ist auch sehr im Discord aktiv. Und er war auf der Suche nach einem Scavenger-Lichtschwert, was halt mittlerweile ausverkauft ist. Und ich hatte hier noch eins aus meiner Privatsammlung, dieses Exemplar hier. Und er hatte halt gefragt, ob ich das verkaufen würde und halt entsprechend auch umbauen könnte. Habe ich gemacht für ihn. Der Umbau ist relativ basic, also das heißt, es ist ein Padawan-Chassis drin, eine aktuelle Stock V4-PCB und die eigentliche Besonderheit des Umbaus ist, er möchte dafür eine ganz neue Neopixel-Klinge verwenden, die sogenannte, ich glaube, es war die Quad-Cree. Nicht Quadcree, die Vierfach-Neopixel mit den vier Stripes. Und die Klinge, die habe ich leider nicht hier, die kann ich entsprechend nicht präsentieren mit dem Umbau hier. Die Klinge macht ihm der Rasmus. Und aber für den Umbau musste ich ein bisschen anders vorgehen. Ich habe dickere Kabel verwendet wegen der Stromversorgung. Und aber ich will gar nicht lange rumreden. Ich fange mal an mit einer Bilderstrecke, wie der Umbau gemacht worden ist. Und danach komme ich auf die einzelnen Funktionen des Schwertes zu sprechen und erkläre auch, worauf insbesondere bei diesem hier sehr empfindlichen Griff zu achten ist. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Hier haben wir nun das Scavenger in seiner vollen Pracht. Ja, wie eingangs bereits erwähnt, hat das Weathering Multiverse Props gemacht. Ist eins der wenigen Exemplare, die fertiggestellt worden sind. Damals direkt über die Saber Armory bestellt. Ja, und ich würde sagen, ich komme jetzt mal auf die Details hier zu sprechen. Also, für dich schon mal, Frank, vorneweg, hier oben ist der Drehmechanismus, mit dem du quasi die Mittelsektion öffnen kannst. Ja? Das heißt, hier quasi nach links drehen und dann öffnet sich die Sektion hier, wie du sehen kannst. Und die hat quasi einen Stopppunkt und geht dann ein bisschen zurück. Da, wo der Stopppunkt hier ist, da sitzt im Endeffekt der eine Knopf, der eine Schalter, mit dem das Schwert halt aktiviert wird. Ja, und ich zeig dir das mal, wenn du quasi weiter drückst, betätigst du quasi den Schalter. Und das war's eigentlich auch schon. Ja, ich hol mal kurz den Blade Plug raus. Hatte hier schon die Schraube dafür gelockert und jetzt kann man hier drinnen auf die Stock V4 Neopixel PCB einen Blick werfen. Ja, nochmal zu der Sektion hier. Wenn die Klinge oder der Plug eingesteckt ist, lässt sich das Ganze arretieren über die Klingenschraube und die Klingenschraube sitzt hier oben. Kann man erkennen, die Klingenschraube, die quasi rein oder rausgedreht wird mit einem handelsüblichen Schlitzschraubenzieher. Die Schraube, die hier gedreht werden muss, diese einzelne, die steht ein bisschen weiter raus. Ja, wie man hier sehen kann, alle liegen flach an. Ich drehe das hier gerade mal. Die liegt auch flach an. Die ebenfalls. Und die vierte halt eben nicht. Ja. Und selbst wenn die feste gezogen ist, steht die immer noch ein bisschen raus. Das heißt, daran erkennt man das, welche von diesen Schrauben man drehen muss. Und ich empfehle auch wirklich nur diese eine Schraube zu drehen, weil nur die hat quasi den Sinn, die Klinge fester zu schrauben. Ansonsten möchte ich noch erwähnen, hier sieht man ja überall lauter kleine Schrauben. Die sind alle von uns eingeklebt worden. Natürlich, wenn man jetzt damit kämpfen würde, würde ich in dem Fall eh nicht zuraten. Aber wenn man das mal macht, müsste man wirklich aufpassen,
dass die sich nicht lockern. Ja, die sind zwar eingeklebt, aber wenn man jetzt natürlich mit der Klinge irgendwie schlägt und durch die Erschütterung, könnte es natürlich sein, dass der Kleber Risse bekommt und dass sich diese feinen Schräubchen, dass die sich wieder quasi lösen. Und dann würde man die halt verlieren. Und dann kann es halt passieren, dass diese kleinen Flügel hier, nenne ich sie mal, dass die sich halt quasi lockern. Ja, man kann das hier sehen. Man kann die minimal bewegen. Ja, also hier muss man wirklich vorsichtig sein. Dir, Frank, würde ich auch empfehlen, ich verlinke das noch in der Videobeschreibung, dir würde ich empfehlen, noch einen Schraubensatz nachzubestellen. Die kann man, soweit ich weiß, bei KR selber kaufen. Würde ich dir empfehlen, einfach so einen Schraubensatz zu bestellen. Ja, hier drinnen sieht man es ja auch. Hier sitzen auch kleine Schrauben hier innen drinnen. Ja, und weiter unten ebenfalls. Also ich glaube, in der ganzen Sektion hier sind über 40 Schrauben verbaut. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, das ist, hier muss man wirklich drauf Acht geben. Ja, nachher beim Klingen einsetzen muss man auch ein bisschen aufpassen, aber das erkläre ich später. Ja, nachdem wir das jetzt hier oben besprochen haben, würde ich als nächstes auf den unteren Teil zu sprechen kommen. Und ja, dann zeige ich mal, wie man den öffnen muss. Zum Öffnen muss man einfach das untere Stück nach links drehen. Dann klackt das und dann kann man das quasi hier rausziehen. Hier kann man erkennen, hier ist so ein Haken. Das ist im Endeffekt ein Twistlock-System. Ja, das heißt im Endeffekt einfach wieder drüber, bis er halt im Endeffekt reingeht. Ja, hier sitzt ja die Schraube und wenn er drinnen ist, einfach nach rechts drehen und dann ist das Ganze fester. Links, runter und dann raus. Und dann kommt man hier zum Chassis, halt ein bisschen aufpassen, halt nicht nach unten halten, sondern nach Möglichkeit waagerecht und dann das Chassis einfach rausziehen. Hier sitzen, wie gesagt, zwei Schrauben. Hier gibt es eine Führungsschiene, ja, dass halt hier, da wo die Schrauben sitzen, kommt dann im Endeffekt das Chassis rein. Und dann macht es auch keinen Unterschied, ob es so rum drin ist oder andersrum. Ist völlig egal, wie man es halt gerade möchte. Aber man muss halt hier bei der Schraube muss man halt ansetzen. Ansonsten geht es nicht rein. Ja, ansonsten kommen wir mal auf das Chassis zu sprechen. Wie man hier sehen kann, ist ein GovTree-Design-Chassis. Hier oben sitzt die Stock Rotary-PCB für die Klinge und auch für den Knopf, für den Schalter. Hier haben wir das Profi-Board der Generation 3.9. Wie ihr hier sehen könnt, ist für die Stromversorgung zur Klinge. Ja, und auch generell halt für die Stromversorgung, was den positiven Part angeht, haben wir dickere Kabel verwendet diesmal. Ja, es ist halt gewünscht gewesen und auch wird auch zu geraten für die ganz neuen V3-Stripes von KR Sabers oder halt von auch anderen Herstellern. Wie schon erwähnt, für den Frank baut der Rasmus eine Klinge und entsprechend sollten dann hier auch die dickeren Kabel verbaut sein. Habe ich auch gemacht, sind 22er Kabel. Üblicherweise benutzen wir 28er bis 32er, aber hier sind jetzt halt für die Stromversorgung zur Klinge die 22er Kabel drin. Ja, ansonsten sitzt hier halt die Micro-SD-Karte. Hier haben wir einen Killswitch und ja, hier hat die Batterieports für positiv und negativ. Markiert ist hier jetzt nichts, sehe ich, aber. Oder doch, ist hier. Ja, ich gucke nochmal gleich genau. Ansonsten mache ich noch Markierungen rein, wo positiv und negativ ist. Ja, und ansonsten haben wir hier unten noch einen 28 mm 2 Watt Bass Speaker von Smugglers Outpost. Ja, und so viel halt hier zum Chassis. Ich setze gerade mal eine Batterie ein. Ja, ich habe gerade nochmal geschaut, also wie gesagt, markiert ist nichts, aber hier oben bei dem Flachen, das ist der positive und hier unten ist es der negative. Das heißt, die Batterie wird quasi mit Minus zuerst eingesetzt, ja, und
wird dann ein bisschen hier runtergedrückt und reingeklickt. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, jetzt ein Stück Tesafilm befestigt. Man kann die natürlich auch von hier unten rausdrücken, aber hier, finde ich, ist das viel einfacher gelöst. Die Batterie gebe ich auch mit bei und ja, ansonsten empfehle ich das halt zu kopieren und es im Endeffekt genauso zu machen. Ja, ansonsten Batterie ist drin. Ich boote mal den Saber. Das sind Random Boot Sounds, also das heißt, wenn es jetzt nicht gerade der Vorführeffekt zunichte macht, müsste jetzt eine andere Boot-Sequenz kommen. Dann machen wir nochmal einen Test. Bringt ein bisschen Abwechslung rein. Ja, und dann ansonsten gehen wir hier wieder zu der Schraube, hier, dann hier ein bisschen runter, einschieben bis zum Anschlag, das Twistlock-System zur Schraube, nach rechts drehen und dann ist das Ganze drinne. Ja, und dann hier, wie gesagt, an dem Rädchen drehen und wenn ich einmal kurz nach links gehe, dann geht der Griff an. Ist für dich, Frank, so programmiert, wie du wolltest. Ja, du hast hier beim Einschalten erst das Grün und dann kommt das Gelb. Ich zeige das nochmal hier. Ich denke, man kann es gut sehen. Ja, und dann haben wir hier, ja, so sieht das Ganze halt aus. Ja, wie gesagt, konfiguriert ist er so, wie du möchtest. Das ist halt eine Ein-Button-Konfiguration zum Auslösen der Effekte. Einmal quasi nur so kurz hier rüber schnicken. Wenn eine Klinge montiert ist, geht das einfacher. Das zeige ich quasi gleich nochmal. Jetzt zeige ich mal, wie man die Klinge einsetzt und wie man diese festschraubt. So, dazu empfehle ich halt hier erstmal aufzudrehen, quasi so. Und dann mit der Klinge quasi vorsichtig hier bei diesen Flügeln quasi sich vorbei buxieren. Charakterauswahl. Na, jetzt habe ich hier gedrückt, das wollte ich nicht. So, und dann ist sie quasi drinne. Ja, und dann, lasst mich mal schauen, so. Dann mache ich das Schwert mal an. So, sie ist noch nicht an. Weiter rein. So, bis sie aktiv ist. Dann hier zur Klingenschraube drehen. Und dann die Klingenschraube mittels eines Schlitzschraubenziehers quasi festziehen. So. Und jetzt kann ich hier nicht mehr zurück. Ich kann es ja hier nicht mehr schließen, also ist das jetzt blockiert, wenn ich es nach rechts drehen würde. Ich kann quasi nur noch nach links und jetzt ist das, was ich gesagt hatte, mit diesem Rüberschnicken. Ja. So werden halt die Blast-FX ausgelöst. Ansonsten haben wir halt hier die ganz normalen Clashs. Kiste mal wegnehmen hier, sieht man das ein bisschen besser. Ich mache mal den Lock-up rein und halte dabei den Taster hier nach vorne gedrückt.
Genau, für den Force Lightning zweimal schnell nach links drücken und halten. Dann sieht das Ganze so aus. Und zum Ausschalten nach links gedrückt halten, bis es ausgeht. Oder man kann es auch über die Twist-Funktion ebenfalls ausschalten. Ich habe es so programmiert, wenn du es mit einem Swing aktivierst, bist du im normalen Modus. Das heißt, Clash funktioniert alles wie gehabt. Aber schaltest du die Klinge über die Twist-Funktion an, bist du automatisch im Battle-Mode. Das heißt, wenn du so clashst, ist automatisch das Lockup aktiviert, ohne dass du hier was drücken musst. Ich demonstriere das gerade mal. Siehst du? Das bleibt so lange aktiviert, bis ich das Schwert bewege. Ja. Das wäre es eigentlich von meiner Seite aus schon gewesen. Damit wären wir am Ende angelangt vom Review. Für dich, Frank, solltest du Fragen haben, bist du gerne jederzeit herzlich willkommen, dich bei mir zu melden, entweder per Messenger, WhatsApp oder per E-Mail. Ansonsten, wie gesagt, bei Fragen gerne Fragen. Ich lege dir natürlich noch eine Anleitung mit bei, damit du weißt, wie alles funktioniert. Soundfont wechseln, Musik aktivieren, all diese Dinge, das ist bei der Anleitung mit drauf. Ansonsten war es das. Bei euch allen anderen bedanke ich mich wie immer fürs aufmerksame Zuschauen. Ich würde mich über ein paar nette Kommentare freuen. Schreibt mir einfach was rein, was ihr denkt. Und hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr möchtet, abonniert meinen Kanal. Und dann sage ich, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.